Jetzt ist es passiert. Wir haben die erste Amputation. Jetzt ist dann die Frage, was wir mit den Leuten machen. Hallo und herzlich willkommen zu Tag 4 in Frostpunk. Heute geht's zur Sache. Die Kältewelle steht an, also der Sturm müsste jetzt gleich ankommen. Und ich bin ziemlich gespannt, was da so passiert. Also die Temperatur wird sinken auf jeden Fall. So viel wissen wir schon mal. Und in 40 Minuten geht hier der Arbeitstag los, ne? Mal schauen, was da so passiert. Ich weiß gar nicht, ob wir die Leute da noch rausgehen lassen dürfen, ne? Das ist so eine gute Frage eigentlich. Auf geht's. Go, go, go. Unzufriedenheit haben wir gar keine. Hoffnung ist jetzt auch nicht super gut. So, ein bisschen mehr Hoffnung wäre vielleicht nicht verkehrt. Unzufriedenheit ist perfekt, besser geht's nicht. Das heißt, ich könnte 24-Stunden-Schichten einführen. Ist das bei den Jägern? Hätte das vielleicht Sinn gemacht, ne? Aber hier kann man das gar nicht. Das geht aber in der Werkstatt zum Beispiel. Da könnte ich die jetzt länger arbeiten lassen. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Oh, es wird kalt. Minus 40 Grad. Also es gibt keine Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht. Das ist schon mal interessant und ein bisschen ulkig. Also warum auch immer das so ist. Oh, das Gebäude funktioniert nicht mehr. Das ist zu kalt. Das auch nicht. Oh, das ist ganz schlecht. Da sind ja unsere kranken Leute drin. Also wir lassen die jetzt momentan alle normal arbeiten. Wir müssen gucken, ob das funktioniert oder ob denen dann zu kalt wird. Ich hoffe, die werden nicht krank da draußen. Minus 40 Grad ist jetzt was, wo man noch arbeiten kann. Zumindest wenn man in Sibirien lebt und es gewohnt ist. Also schauen wir mal. Unzufriedenheit steigt. Das ist nicht gut. Kaltes Zuhause. Warum? Ist doch nicht kalt, oder? Ja, doch. Kühl. Kalt. Teilweise wirklich kalt. Das ist schlecht. Gut, dann müssen wir uns dringend was überlegen. Wir brauchen diese Dampfzentren. Ich habe hier 5 Leute drin, also die forschen so schnell wie es geht. Wir haben 6 Kranke. Das hatten wir jetzt schon vor der Kältewelle, also es ist noch nichts passiert. Sehr kalt. Das ist nicht gut. Die kommen gerade nach Hause. Wir haben jetzt gleich wieder ein paar Arbeitskräfte, ne, übrig. Was lassen wir die denn machen? Holzkisten sammeln? Oder Kohle sammeln. Kohle wäre wahrscheinlich wichtig. Lassen wir mal noch so ein bisschen Kohle sammeln. Gut. Nahrung. Haben wir ein bisschen was? Das geht aber deutlich runter. Also da sollten wir was tun. Forschung. Wir brauchen... Ich glaube, wir brauchen noch mehr Heizung. Heizkörper. Start. Das kommt dann fast ein bisschen spät. Vielleicht hätten wir die zuerst erforschen sollen. Die sind, glaube ich, ganz praktisch. Was ist denn mit den Dampfzentren? Technologie, Dampfzentrum. Okay, die haben schon eine ganz gute Reichweite auf jeden Fall. Die kann man überall platzieren. Okay. Sollen wir hier einfach so ein Ding reinstellen? Dann würde es auf jeden Fall hier wieder funktionieren alles. Gute Frage. Machen wir das mal, oder? Einfach so? So, ich bin wirklich am Überlegen. Wir können die auch deaktivieren, wenn wir die nicht brauchen sollten. Wir haben hier innen den engen Radius rund um den Generator. Hier ist es sowieso immer ziemlich warm. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt noch einen Generator. Also so ein Dampfzentrum. Die Heizung wäre jetzt praktischer gewesen für den Fall. Wir bauen hier jetzt einfach mal unser Dampfzentrum hin. Eins zum Testen. Mal gucken, was da passiert. Brauchen wir da sogar Arbeiter für? Oha. Das ist natürlich schon eine Ansage, wenn es auch noch Arbeiter kostet. Werden wir sehen. Die Heizung müssten wir aber auch bald erforschen, hoffentlich. Ja, haben wir schon ein Viertel. Wir können auch den Generator in Overdrive laufen lassen. Das machen wir jetzt mal. Dann sollte es wieder ein bisschen wärmer werden. Ich denke, das ist vor allem nachts wichtig, ne? Ich weiß nicht, ob wir das tagsüber machen sollten. Aber dann haben wir hier zumindest wieder erträgliche Temperaturen. Hier draußen... Hilft uns das draußen weiter? Nicht wirklich, ne? Ist immer noch kalt.
Das hilft nur hier in der inneren... Oh, schwere Krankheit. Okay, jetzt haben wir 10 Kranke. Das scheint also doch nicht so gut zu sein, wenn wir die da draußen rumlaufen lassen. Wir holen die jetzt mal nach Hause. Keine Arbeiter. Ja, die sollen jetzt nicht sammeln. Das ist nicht gut. Okay. Lassen wir die mal alle nach Hause kommen. Die Jäger müssen auf jeden Fall raus. Ich hoffe, das funktioniert. Wir müssen handeln. Wir haben schwerkranke Leute. Ich verstehe. Also wir gucken mal, was wir tun können. Wir könnten jetzt natürlich wieder Gesetze verabschieden. Okay, tot sind sie noch nicht. Radikale Behandlung oder Lebenserhaltung. Wir können die Schwerkranken nicht heilen, aber wir können sie wenigstens am Leben erhalten. Okay, wir können sie am Leben erhalten, aber nichts tun. Das bringt jetzt nicht so viel. Das bringt Unzufriedenheit und die bleiben natürlich eine Bürde, weil wir die pflegen müssen. Wir brauchen Sanitätsstation. Radikale Behandlung heißt Bein ab. Okay, also da gibt's Amputation. Das kann dann sein, dass die nicht mehr für uns arbeiten können. Dann müssen sie auch in so ein Pflegeheim, ne? Sanitätsstation. Ist auch nicht gut. Ist beides nicht gut, aber ich denke, die radikale Behandlung macht mehr Sinn als gar nichts tun, oder? Die unterzeichnen wir jetzt einfach mal. Ein bisschen mehr Hoffnung. Okay. Wir haben jetzt schon 7 schwer Erkrankte. Das ist aber überhaupt nicht gut. Boah. Also wir dürfen die nicht draußen arbeiten lassen. Das schaffen wir nicht. Ich weiß nicht, ob wir später bessere Kleidung bekommen, aber bei 40 Grad, bei minus 40, sollte man die Leute scheinbar nicht draußen arbeiten lassen. Macht ja eigentlich auch irgendwie Sinn, ne? Dampfzentrum wird langsam errichtet. Dann sollte hier die Nahrungsmittelproduktion wieder laufen. Wir brauchen aber dringend hier 2 Pflegekräfte mehr. Und dann brauchen wir hier dringend Temperatur. Das heißt, wie sieht's denn aus? Okay, wir haben gleich die Heizung. Dann erforschen wir hier kurz, beziehungsweise wir aktivieren hier die Heizung. Go, go, go. Jede Sekunde. Nahrung sieht auch nicht so gut aus. Also die ist gerade so stabil. Wir bräuchten fast ein paar mehr Jäger. Okay, jetzt können wir hier den Button Heizkörper aktivieren. Das machen wir. Und dann ist es da auch gleich wieder erträglich heiß oder warm. Sagen wir mal warm. Das ist jetzt kühl drin. Also der bringt eine Stufe scheinbar, der Heizkörper. Ist jetzt für den Fall ausreichend. Und die anderen haben es eh super flauschig warm. Das ist doch perfekt. Oh, komfortabel sogar in der Werkstatt. Nice. Gut. Den Overdrive schalte ich jetzt mal wieder aus. Wenn wir den Generator überhitzen, dann haben wir ein Problem. Das heißt, wir machen das jetzt erstmal wieder aus. Der dürfte dann wahrscheinlich explodieren und dann ist der Krater ein bisschen größer und alle Leute sind tot. Das wollen wir natürlich nicht. Wir haben genug Kohle, wir haben ein bisschen wenig Essen und wir haben einen Haufen kranke Leute. Das ist eigentlich das größte Problem. 5 sind in Behandlung, wir haben aber noch mehr, ne? Oh, brauchen wir noch so ein Sanitätshaus? Wahrscheinlich. Gesundheit, Sanitätsstation. Dann bauen wir noch so eine Sanitätsstation. Ich denke, dass wir die brauchen werden. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch so eine Station bauen. Bauen wir die mal hier mit dazu. Oha, jetzt geht's langsam zur Sache. Wir haben jetzt schon einige Leute, die wir nicht mehr heilen können. 4 Schwerkranke. Oder? Können wir die noch heilen? Waren das nicht schon mehr? Wir werden sehen. Ja, wir können die schon heilen, ne? Wenn die Beine so geheilt werden können, ohne dass man sie amputieren muss, dann sind die Leute ja wieder gesund. Also es ist immer eine Glückssache dann. Wir werden sehen. Okay, die bauen das jetzt. Und dann heißt es jetzt wohl einfach warten. Wir müssen jetzt einen kompletten Tag warten. Wir können zwar noch forschen, aber wir können nicht hier raus. Sobald wir rausgehen, gibt es dann wieder schwere Krankheitsfälle. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Die Jäger scheinen nicht so sehr darunter zu leiden. Zumindestens den Weg zur Jagd. Vielleicht gehen die ja hier raus und sind dann hier oben unterwegs. Ich habe noch nirgendwo Jäger gesehen. Ich weiß nicht, was die treiben. Na gut. Die sind irgendwo unterwegs auf jeden Fall. Und es sieht jetzt nicht so aus, als würden es mehr kranke Leute werden. Also ich glaube, die Jäger können auch nachts bei minus 40 Grad arbeiten. Die Sammler können das nicht. Gut, da packen wir sofort 4 Ingenieure rein.
Bis jetzt haben wir noch niemanden verloren. Das ist doch eigentlich ziemlich gut. Wir haben noch alle 80 Leute, die hier am Anfang mit angekommen sind an dem Generator. Und ist eigentlich auch relativ warm. Hier liegt noch nicht mal mehr Schnee rund um unseren Dampfgenerator hier. Das ist doch ziemlich cool. Ich habe hier noch so eine Jagdhütte hingestellt. Die können wir mal direkt voll besetzen, weil die Leute haben ja sowieso nichts zu tun aktuell. Und Jagen funktioniert wohl auch in diesen Kälteperioden ganz gut. Ich habe auch ein zweites Sanitätsstation gebaut. Da läuft auch schon die Heizung und da sind auch schon Leute in Behandlung. 3 fehlende Kranke? Was hat das zu bedeuten? Das ist ulkig. Das heißt, wir haben mehr Arbeitskräfte als Kranke, aber hier sind doch noch 4 Kranke. Also jedes Sanitätshaus kann nur 5 Leute pflegen. 10 sind jetzt in Behandlung und 4 sind krank und nicht in Behandlung. Yeah, Sägewerk, sehr gut. Nächste Forschung. Stahlwerk. Machen wir mal den Kohlegenerator. Ich denke, das ist wichtig. Das ist so ein Verfahren, um Kohle aus dem Boden zu bekommen. Das ist praktisch Fracking, aber nicht mit Gas, sondern mit Kohle. So klingt das. Ziemlich schräg. Das werden wir auf jeden Fall erforschen. Das brauchen wir dafür für unendliche Kohlevorkommen, denke ich mal. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit den Kranken? Wir haben immer noch 4 Kranke. Ich stelle jetzt nicht noch ein Sanitätshaus hin. Das ist ein bisschen übertrieben. Da arbeiten jetzt schon 10 Leute. Das sind mehr als 10% unserer Einwohner, die hier in den Sanitätshäusern arbeiten. Zusätzlich sind die Kranken da drin. Die können auch nicht arbeiten. Also das ist nicht so gut. Ich habe hier aber einen Plan. Und zwar unter Anpassung, glaube ich, ist das. Können wir Überfüllung erforschen? Also beziehungsweise das Gesetz hier einführen. Und das heißt, dass die medizinischen Einrichtungen voll ausgenutzt werden. Da müssen dann wohl mehr Leute in die Einrichtung rein. Im Moment haben wir 5 pro Sanitätshaus. Und wenn wir das erhöhen, dann müssten da theoretisch mehr reinpassen. Das erhöht die Unzufriedenheit. Aber ich glaube, das ist besser, als wenn die Leute nicht behandelt werden. Wir probieren das mal aus. Ja, wir sind jetzt ein bisschen unzufrieden. Aber das funktioniert. Wir haben jetzt alle 14 in Behandlung. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich weiß nicht, was diese Meldung hier zu bedeuten hat. Das ist echt schräg. Wir haben definitiv genug kranke Leute. Die haben 4 Patienten von 10. Und die haben alle anderen, oder wie? Patienten? 10 von 10. Die könnten das doch aufteilen. Das wäre doch ganz praktisch eigentlich. Na gut, die machen das, wie sie wollen. Die wissen schon, wie das läuft. Ist ja deren Job, nicht meiner. Oh, unzufrieden steigt. Echt böse. Kaltes Zuhause und überfüllte Einrichtung. Umstrittenes Gesetz. Oh, vielleicht war das der falsche Zeitpunkt. Aber bald wird es ja wieder wärmer. Schauen wir mal. Und wir sollten auf jeden Fall jetzt dann genug Nahrung haben mit 2 Jagdhütten. Das auf jeden Fall. Okay, sieht so aus, als wäre es gut, während den Kälteperioden viel zu jagen und während den warmen Perioden dann die Ressourcen einzusammeln. Wir haben ein bisschen wenig Kohle, das macht mir so ein bisschen Sorgen, aber ansonsten sieht es eigentlich gut aus. Okidoki. Dann lassen wir die mal machen hier. Die wuseln hier alle rum und haben nicht allzu viel zu tun eigentlich. Die chillen so ein bisschen. So stelle ich mir Survival vor, ne? Chillen und gucken, was passiert. Jetzt ist es passiert. Wir haben die erste Amputation. Jetzt ist dann die Frage, was wir mit den Leuten machen. Wir müssen etwas unternehmen. Wir können doch nichts unternehmen. Wir müssen noch warten. 1,5 Tage hier. 1 Tag, 4 Stunden bis zum nächsten Gesetz. Und wir könnten jetzt ein Pflegeheim bauen. Oder was sind die andere? Haben wir noch eine andere Option? Triage. Okay, das ist hier was für die kranken Leute. 1/4 der Patienten sterben sofort, die Hoffnung sinkt, Unzufriedenheit steigt. Dafür werden die anderen schneller wieder geheilt. Weiß nicht, ob das gut ist. Wir könnten also jetzt ein Pflegeheim errichten oder wir könnten das lassen. Ich denke, für einen Moment lassen wir das. Wir können nämlich gar keine Gesetze hier verabschieden, wir müssen noch warten. Aber wenn die Unzufriedenheit steigt, dann sollten wir auf jeden Fall so ein Pflegeheim bauen, denke ich. Wir haben jetzt auf jeden Fall 2 Amputierte schon. Oh je, und 14 Kranke. Die müssen jetzt wohl noch mitarbeiten, die Amputierten. Ich weiß nicht, was die machen. 18 Stunden nur noch. Uns geht langsam die Kohle aus.
Not good. Wir brauchen Nahrung. Wir haben jetzt so viele Jäger, also die Nahrung sollte definitiv hochgehen. So viel ist mal klar. Und Kohle haben wir momentan auch noch. Wo sind denn die Kohlevorkommen? Das ist ein Kohlevorkommen. Da könnten wir eine Kohlemine bauen. So, wo sind die denn? Rohstoffe. Kohlegenerator. Den könnten wir hier hinstellen? Oder auch nicht? Ach, den könnten wir überall hinstellen. Dafür brauchen wir eine Kohlemine. Die haben wir noch nicht erforscht. Das ist wohl was anderes. Den könnten wir dann zum Beispiel hier mit dazustellen. Okay. Cool. Das müssten wir eigentlich... Wollen wir das sofort machen? Ich denke fast, wir machen das sofort. Ich stelle den jetzt... Was kostet der denn? Das ist jetzt wieder die Sache mit dem Platzmanagement, ne? Was kostest du? Du kostest 15 Holz, ist nicht viel. Das können wir machen. Den stellen wir hier jetzt einfach hin. Bam. Notfalls können wir den umplatzieren. Der sollte theoretisch Kohle generieren, was die Leute dann wieder einsammeln können und nach Hause bringen können. Kostet allerdings ziemlich viele Arbeitskräfte, ne? 10 Leute, die arbeiten, und dann müsste es, glaube ich, auch noch alles eingesammelt werden. Wir werden sehen. 13 Stunden noch. Okay. 5 Uhr, gleich startet die nächste Arbeitsschicht und gleich sollte auch die Temperatur wieder steigen nach unserer Wettervorhersage. Boah, jetzt wird es 2-mal kälter, dann sind wir ja bei minus 50, oder? Oh oh. Mach mir so ein bisschen Sorgen. Na gut. Ich denke, wir bringen jetzt bald, wir verabschieden das Gesetz mit den Pflegestationen, damit die Unzufriedenheit wieder zurückgeht. Und dann gucken wir mal, wie das hier weiterläuft. Das ist schon ziemlich kritisch, wenn es so kalt ist. Wir müssen jetzt dringend sammeln. Ja, wir lassen die Leute jetzt mal alle schön sammeln. Und das ist hier, glaube ich, ziemlich warm in der Gegend. Da können wir sie auf jeden Fall arbeiten lassen, an diesem Kohlegenerator. Und der nächste Tag bricht an. Es ist jetzt schon Tag 8. Und jetzt steht wieder so eine Kältewelle an. Da geht es wieder auf minus 40, glaube ich. Oh ja, ziemlich kalt. Wir haben wieder ein paar gesunde Leute. Die sind über Nacht wieder gesund geworden. Das ist super gut. Wir haben immer noch niemanden verloren. Also, hallo. Sieht doch echt gut aus bei uns. Tag 8 ohne Verluste. Das ist zu kalt, ne? Wir müssen die da abziehen. Gut, ich ziehe die da alle ab. Wir haben aber ein großes Problem. Wir haben nämlich keine Kohle mehr. Den machen wir jetzt wieder an. Ein. Damit die es schön warm haben hier. Hier haben wir, glaube ich, keine... Doch, hier können wir auch neue Heizkörper anmachen, ne? Sollen wir das tun? Mal gucken. Also hier ist es kalt. Das heißt, die könnten krank werden. Hier ist es überall kühl. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall die Heizung anmachen. Heizkörper an. Das kostet zusätzlich Kohle, ne? Das ist überhaupt nicht gut. Die sind jetzt warm genug. Hier müssten wir jetzt wieder... Machen wir das mal komplett. Keine Patienten gehen dann hoffentlich auch hier rüber. Keine Patienten. Einen hätten wir eigentlich noch. Ich glaube, der wird aktuell einfach mal nicht behandelt. Wir machen das mal so. Dann muss ich die beiden nämlich nicht heizen. Das ist ein großer Vorteil. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Wir sind jetzt bei minus 40. Haben kaum Kohle. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Wir lassen mal noch ein paar Leute hier jagen. Das geht ja scheinbar. Und dann müssen wir mal gucken, wie dieser Kohlegenerator funktioniert. Da sind jetzt 10 Leute am Arbeiten. Und der produziert immer Kohle. 95 pro Stunde. Wie viel brauchen wir? Wir verheizen... Oh, das ist schwierig. Wirtschaft. Schauen wir mal bei Kohle. Wir haben jetzt einige Arbeitskräfte. Ne, das steht hier gar nicht. Hm, täglicher Gewinn, Verlust steht nicht da. Gebäude. Okay. Wir können das hier alles durchswitchen. Da steht nicht wirklich viel drin. Das ist alles bei Null. Kohleverbrauch 226 pro Tag. 144 pro Tag. Dampfzentren 72. Okay.
Das ist natürlich eine Ansage. Kohle reicht für 11 Stunden, 30 Minuten. Das bringt schon mal ein bisschen was. Oh je. Das hier sind nur die Kohlehaufen scheinbar, ne? Abbaueffizienz, okay. Da sind die anderen Gebäude nicht mehr drin, wie es aussieht. Schauen wir mal, wie das jetzt hält. Wir haben hier nur die Stundenangaben für den Generator. Oder hier haben wir nur die Stundenangaben, ne? 65 pro Stunde, das sollte aber reichen. Das klingt ganz gut. Das sollte deutlich mehr hier als 200, 300 Kohle am Tag sein. Die arbeiten ja von morgens um 8. Nee, morgens um 6 bis abends um 6, ne? Das ist ja schon ein Weilchen. Da müsste ja ein bisschen was bei rumkommen. Okidoki, schauen wir mal. Im Moment wird es einfach nur weniger. Wenn es die Kohle ausgeht, dann haben wir ein richtig böses Problem. Ich glaube, dann sind wir ziemlich schnell Geschichte. Forschung, was machen wir denn? Ich habe hier mal die Reißbretter Stufe 1 erforscht. Bei Rohstoffen. Das heißt, wir könnten jetzt dann so ein Kohle... Holzkohle. Ich weiß nicht, ob das... Da brauchen wir bestimmt ein Sägewerk für. Kohleabbau. Fördert 276 Kohle pro Standardarbeitstag aus unterirdischen Vorkommen. Das erforschen wir jetzt. Das ist schon ein bisschen teurer. Das kostet, glaube ich... Was hat das gekostet? Das hätten wir jetzt nochmal gucken können. Hat das jetzt so einen Dampfkern gekostet? Gehen wir mal in die Forschung. Dampfkern. Das kostet einen Dampfkern. Da haben wir nur 3 Stück von. Oh, woher bekommen wir die? Gute Frage. Das müssen wir noch rausfinden. Das kostet auch ein bisschen Stahl und einen Haufen Holz. Aber ich denke, das ist super wichtig. Dann müssten wir hier irgendwo die Vorkommen abbauen können, hoffentlich. Wir haben jetzt einen Kranken. Das heißt, ich lasse die Dinge noch ein bisschen außer Betrieb hier. Die Pflegestationen, Sanitätsstationen. Und mal gucken, wie wir damit dann über die Runden kommen. Wir bauen jetzt ein bisschen Nahrung auf und können hoffentlich den Kohlestand so halten, wie er jetzt momentan ist. Das ist die Hoffnung. 83 Kohle und es wird weniger. 8 Stunden haben wir nur noch. Oh je. Notfalls schiebe ich hier direkt eine Notfallschicht. Wie warm ist es denn jetzt in unseren Gebäuden? Kühl ist schlecht. Und kühl. Geringes Risiko, krank zu werden. Oh je. Am liebsten würde ich den Generator jetzt ein bisschen auf Overdrive laufen lassen nachts, aber solange die Kohle runtergeht, dürfen wir das auf keinen Fall machen. Danksagung. Oh. Pflegeheim. Unser Pflegeheim steht, da sind auch schon welche drinnen. 5 Leute haben wir. 5 Amputierte. Das heißt, wir haben 5 Arbeitskräfte weniger, was natürlich ziemlich uncool ist, aber die sind auf jeden Fall zufrieden. Immerhin das. Okay, hier liegen jetzt so Kohlehaufen rum, sehe ich gerade. Die können wir jetzt einsammeln. Also dieser Generator erzeugt Kohlehaufen und schmeißt die dann einfach da raus. Und das muss man sich dann holen, das Zeug. Ich denke, das ist ganz praktisch. Hier ist ja alles schön aufgewärmt. Also da sollten die Leute dann ganz gut hochkommen, ohne dass denen irgendwie kalt wird. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Da sind jetzt schon 3 Kohlehaufen. Ja, wir sind jetzt bei 50 Kohle. Wenn die jetzt nicht... Es ist Abend, ne? Wenn die jetzt nicht ein bisschen Kohle nach Hause bringen, dann sollen sie eine Notfallschicht einlegen. Ich denke, das machen wir jetzt, oder? Notfallschicht? Wie viel Kohle ist das? 500 Kohle? Das wäre gut. Die bräuchten wir. Das kann doch nicht so viel Kohle sein, oder? Lassen wir... Machen wir mal 15 komplett und... Lassen die eine Notfallschicht schieben. Oh, das ist ziemlich unzufrieden. Okay. Mal gucken, was passiert. Hier ist es ziemlich kalt. Das ist natürlich schlecht. Kann ich jetzt nicht wirklich ändern. Wir brauchen Kohle. Ansonsten geht hier alles aus und dann haben wir ein echtes Problem. Vielleicht hätte ich das doch hier innerhalb dieses Dampfzentrumsradius hinstellen sollen. Wäre vielleicht nicht komplett doof gewesen. Schauen wir mal, wie das funktioniert. So, was wollt ihr denn? Kalte Unterkünfte. Kann ich nicht wirklich ändern. Sollen wir was beheizen? Wir beheizen alle. Oh, das müssen wir jetzt machen. Das ist nicht gut. Wir haben jetzt einen Tag Zeit, um alles zu beheizen. Können wir das machen, indem wir hier einfach mal den Overdrive einschalten? Geht das? Ja, funktioniert. Unzufriedenheit geht zurück. Das ist super wichtig. Also das muss man auf jeden Fall
erfüllen solche Sachen, ansonsten werden die Leute super unzufrieden, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Was wollen die denn noch? Rohstoffengpass. Ja, das ist natürlich gut. Gesetzbuch öffnen. Was können wir denn da machen? Verlängerte Schicht. Wir haben doch schon längere Schichten. Noch längere Schichten? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Kinderarbeit wäre natürlich so eine Sache. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich will bei minus 40 Grad nicht die Kinder rausschicken. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ist eh schon kalt genug. Die holen jetzt auf jeden Fall Kohle. Das ist gut. Und da habe ich es gemacht. Ich habe den Overdrive abgebrochen und wir hätten das aber halten müssen. Das heißt, die Hoffnung sinkt und die Unzufriedenheit steigt. Da seht ihr, was das für drastische Auswirkungen hat, wenn man sowas nicht erfüllt. Also nie was versprechen, was ihr nicht halten könnt. Und ich hätte einfach nur den Overdrive noch einen Tag lang laufen lassen müssen. Das hätte möglicherweise sogar funktioniert. Andererseits ist es gut, wenn der Generator kühl ist, weil es wird bald noch kälter und dann brauchen wir den Overdrive, denke ich. Das ist alles super kritisch gerade. Wir haben aber nur einen Kranken, also im Prinzip läuft es jetzt nicht so schlecht. Der Arbeitsplatz ist leider sehr kalt, aber wir brauchen die Kohle, das kann ich jetzt auch nicht ändern. Dafür ist der Weg hier schön aufgeheizt und so. Mal schauen, ob das passt. Gut, Kohle geht auf jeden Fall hoch. Können wir jetzt... Okay, wir erforschen gerade den Kohleabbau. Dann können wir hier oben eine Kohlemine aufbauen und... Dann sollte das alles wieder ein bisschen besser laufen, hoffentlich. Gucken wir mal. Das ist ziemlich spannend. Ich weiß nicht, was hier bei Tag 10 passiert. Minus 50 Grad? Ich denke, wir sollten jetzt so viel Kohle sammeln, wie geht. Aber die Leute werden jetzt schon krank. Also ich weiß auch nicht recht. Wir haben 6 Kranke. Wir müssen hier jetzt die Heizung anmachen. Und versuchen, die Leute zu pflegen. Der pflegt jetzt 5 Leute ganz alleine, wie es aussieht. Nehmen wir mal so einen Ingenieur hier weg und packen den hier noch mit rein. So. Oh, wir haben jetzt wieder einen Schwerkranken. Das ist nicht gut. Also, wir verheizen zu viel Kohle. Das ist zu gefährlich, die Kohle abzubauen. Wenn wir jetzt alle Leute hier abziehen würden, was würde dann mit der Notfallschicht passieren? Das wäre interessant zu wissen. Das wissen wir noch gar nicht. Ob die dann abgebrochen wird? Möglicherweise. Wir haben jetzt 30 Jäger und die Nahrung geht trotzdem nicht hoch. Das verwundert mich so ein bisschen. Fehlende Kranke, okay. Das ist ja kein Problem. Also, das ist eigentlich ganz gut, oder? Zu wenige Kranke ist super. Können wir irgendwie die Rationen anpassen? Die Leute futtern mir so ein bisschen zu viel. Das macht mir echt Sorgen. Suppe. Wir können da... Was können wir da machen? Wir können nur Suppe austeilen. Hoffnung sinkt, Unzufriedenheit steigt. Neues Rezept, Suppe. Dann wird es nur noch Suppe geben. Würde das was sparen? Wahrscheinlich würde das ziemlich viel Energie sparen, oder? Wir können auch Sägemehl in die Nahrung packen. Da macht es gut satt, aber bringt nicht mehr ganz so viel. Oh, die werden aber krank. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Die sind zwar unzufrieden, aber das unterzeichne ich jetzt. Dann essen sie hoffentlich ein bisschen weniger, oder? Speisehaus kann Suppe servieren. Standardmahlzeit? Suppe. Rohnahrung. 4. Also man kann aus 4 Essen, aus 2 Rohnahrung 4 Essensrationen machen oder... 5 Essensrationen, wenn man Suppe herstellt. Der Unterschied ist nicht allzu groß, aber ein bisschen was. Lassen wir das jetzt mal so laufen auf Suppe. Gucken, was passiert. Gut. Die Leute sind ein bisschen unzufrieden, aber im Moment geht's noch. Okidoki, Kohle geht ein bisschen hoch. Tag 10 steht vor der Tür. Das wird ultra spannend. Wir haben immer weniger Arbeitskräfte. Wir haben schon 5 Amputierte, im Moment 11 Kranke. Sogar mehr, ne? Also das wird schon ziemlich spannend momentan. Ich hoffe, dass wir mit der Kohlemine dann so ein bisschen Boden gut machen können. Wir brauchen auf jeden Fall unendlich viel Kohle, so viel steht fest. Und scheinbar wird es immer kälter anstatt wärmer. Ich hatte gehofft, dass irgendwann mal wieder so eine kurze Warmzeit kommt oder so. Sieht nicht so aus, aber wir haben zumindest überlebt. Wir haben immer noch niemanden verloren, wir brauchen keinen Friedhof. Die Leute sind zumindest noch am Leben. Das ist, glaube ich, schon mal akzeptabel für die Umstände. Na gut. Dann haben wir jetzt
bald schon 10 Tage überlebt. Das ist jetzt nicht ultra lange, aber das ist schon besser als nichts hier. Das ist, wie gesagt, ziemlich brutal. Also mal gucken, wie es hier nächste Episode weitergeht mit den minus 50 Grad. Da bin ich extrem in Sorge, dass wir das möglicherweise nicht überleben werden. Mal gucken, ob wir da uns irgendwie, ja, ob wir das irgendwie überstehen können. Die Leute schieben jetzt ihre nächste Arbeitsschicht, holen hier wieder Kohle. Wir haben hier jetzt immer noch 12 Leute am Kohle holen. Da werden jetzt immer mal wieder welche krank. Aber ich denke, wenn wir das jetzt schaffen, den Kohlestand hier einigermaßen zu halten, ein bisschen hochzubringen vielleicht auf 200, 300, dann könnten wir hier diesen kalten Tag, das sind 1,5 Tage, wo es dann minus 50 Grad hat, dann könnten wir die überstehen. Das sind fast 2 Tage, ne? Wow. Mann, das wird richtig krass. Da bin ich super gespannt drauf. Mal gucken, ob wir das überstehen können. Für heute müssen wir aber erstmal Schluss machen. Wir sind schon wieder ziemlich lange hier unterwegs in unserem gefrorenen Krater. Ich finde das Spiel super atmosphärisch. Also ich bin echt gespannt, was jetzt dann passiert und was wir dagegen machen können hier gegen die minus 50 Grad, ob wir da irgendwie über die Runden kommen. Aber sieht so aus, als wäre der Trick wirklich genug Kohle ranzuschaffen. Alles andere sind nur die Feinheiten. Das Wichtigste ist, dass unser Kohle-Income stimmt. Das war es aber erstmal für heute aus der Welt von Frostpunk. Unsere Kohlemine ist erforscht. Super gut. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Schön, dass ihr dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns zum nächsten Kälte-Event.